So, da sind drei Bilder zu sehen, wobei eins schwarz ist, das bin ich. Ja, herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Webinarreihe Training für berufstätige und Vielbeschäftigte. Wenigstens sieht man euch beide, Stefan und Ingmar. Herzlich willkommen und schön, dass ihr heute bei uns zu Gast seid, Traininggruppe 2.0. Servus Markus, wir freuen uns natürlich auch, heute wieder dabei sein zu dürfen. Schade, dass man dich jetzt nicht sieht, aber wir wissen ja, wie du aussiehst. Beim nächsten Mal wieder, vielleicht klappt es auch zwischenzeitlich nochmal. Keine Ahnung. Ich schaue ganz kurz mal in die Fragebox, ob ihr vielleicht mir nochmal ein Feedback geben könntet, dass ihr mich alle gut verstehen könnt. Ingmar und Stefan können mich zumindest gut verstehen. Einfach nochmal ganz kurzes Feedback rein, dann legen wir auch weiter los. Ja, ist alles gut. Ja, mein Name ist Markus Landau, bin bei der DZ Bank hier Derivate-Experte, übernehme die Moderation. Ja, vorzüglich die Anmoderation und unsere Gäste heute habe ich ja schon vorgestellt. Freue mich, dass ihr wieder bei uns zu Gast seid. Ich glaube, das letzte Mal wart ihr im Oktober bei uns zu Gast. Kommt dann natürlich auch noch der Rückblick gleich, den ich auf den Bildschirm zaubere, was euch heute alles erwartet. Das werde ich einfach ganz kurz mal machen, dass man schon mal die Startfolie sieht. Einen kleinen Moment, damit ihr schon mal den richtigen Hintergrund habt. Ja, wie gesagt, wir legen gleich los. Wie sieht es momentan an den Kapitalmärkten aus? Vielleicht ganz kurz in zwei Sätzen. Ja, vor 2 Wochen knapp haben wir ordentliche Zugewinne gesehen an den Märkten. Inflationsdaten in den USA haben die Kurse ja, querbeet nach oben gezogen. Seitdem fehlen die Impulse. Druck nach unten ist aber auch keiner da. Seitwärtsphase könnte eine gewisse Zeit andauern. Und ja, sind wir mal gespannt, was ihr beiden uns dazu erzählen habt, gleich. Und wir kommen zur Agenda. Was steht heute auf dem Programm? Wir haben zum einen, jetzt könnt ihr eigentlich, wenn ihr möchtet, vielleicht schon die Kamera ausschalten, dann sieht man die Folien vielleicht auch schon besser. Genau, also man sieht hier, erster Tagespunkt, Rückblick zum 10. Oktober. Welche Trades sind gelaufen? Was habt ihr ausgewählt? Da nochmal ein kurzer Rückblick. Letztes Mal hatten wir im Fokus im Oktober die Aktienmärkte und da war die Frage, ob der Boden schon erreicht sei. Heute ist das Hauptthema Edelmetalle und hier die Frage Edelmetalle vor saisonaler Rallye. Und da werden im Prinzip oder hauptsächlich Gold und Silber gecheckt, unter die Lupe genommen. Und dann geht es weiter mit Trading-Ideen, die auch nicht fehlen dürfen. Und ja, gerne auch wieder, wie ihr das bei der Trading-Gruppe 2.0 gewohnt seid, die eine oder andere Aktie, die ihr gerne am Ende vom Stefan analysiert haben möchtet, jetzt schon gerne in den Chat reinpasten, kopieren, damit er vielleicht da schon mal vorab das Ganze filtern kann. Ja, rechtliche Hinweise steht bei mir auf dem Programm und ja, jetzt lese ich ganz kurz mal diese Folie vor. Rechtliche Hinweise beim Webinar handelt es sich um eine Werbung und ja, das Webinar richtet sich ausschließlich an Interessenten, die einen Wohnsitz in Deutschland haben, kundige Selbstentscheider, die Erfahrung in Hebelprodukten und Anlagezertifikaten mitbringen. Produkthinweise, ja, sind ja nur zu Demonstrationszwecken zu sehen, sollen keine Empfehlungen darstellen und auch keine Beratung ersetzen. Ja, Hebelprodukte, die wir immer wieder mal ja dann auch als Trading-Ideen einsetzen, können erhebliche Risiken mit sich bringen, unter anderem Totalverlustrisiko, Ausfall, Verletzung der Knockout-Barriere und auch das Emittentenrisiko vielleicht im Blick behalten. Das soll es zur Einleitung gewesen sein. Und würde ich gerade an den Ingmar übergeben, wünsche euch allen ein schönes Webinar und melde mich dann später nochmal mit der einen oder anderen Produkt-Trading-Setup. Markus, willst du noch kurz dein Bild ausschalten? Man sieht den schwarzen Kasten noch. Ach, den sieht man noch. Okay, das ist schön. Dankeschön. Ich bin hier mit den ganzen Screens so ein bisschen überfordert. Nee, ich schalte aus. Wie sieht es jetzt aus? Ist es Jetzt aus? ist es perfekt. Jetzt Jawohl. ist Okay, perfekt. Dankeschön für den Hinweis und schön, dass ihr mich nicht unterbrochen habt. Also, kann weitergehen. Ja, ich hatte mich gerade auch schon gewundert, Markus, warum auf einmal bei mir ein riesen schwarzes Fenster über der Präsentation war. Aber jetzt ist alles wieder tipptopp. Also, auch von uns nochmal für alle, die jetzt noch dazugestoßen sind, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute wollen wir zunächst einmal natürlich wieder einen Rückblick tätigen, bevor wir dann uns neuen Strategien widmen. Beim letzten Mal hatten wir drei Strategien vorgestellt. Das war einmal auf den Dow Jones, auf den DAX und auf Silber.
Und wie ihr ja wisst aus den vergangenen Monaten, seit Anfang des Jahres waren wir hier sehr pessimistisch, haben gesagt, die Märkte müssen eher fallen aufgrund verschiedener Vorfilter wie der Saisonalität des Vierjahreswahlzykluses. Wir hatten aber dann im letzten Webinar schon gesagt im Oktober, dass jetzt es interessanter wird wieder für die Long-Seite. Warum? Ab Ende September, Anfang Oktober wurde die Saisonalität positiv, also die klassische Saisonalität für die Aktienmärkte, also in diesem Falle für den Dow Jones und für den DAX. Der Vierjahreswahlzyklus, da sind wir dieses Jahr in einem Zwischenwahljahr, auch dieser wurde positiv ab Anfang Oktober. Und auch der Dekadenzyklus war für die zweite Jahreshälfte wieder positiv. Und das Sentiment, und da wollen wir uns nochmal zurückerinnern, war Ende September, Anfang Oktober extrem negativ. Als der DAX unter 12.000 Punkten zum Beispiel notierte, ja, da gingen ja viele davon aus, der Markt wird jetzt weiter einbrechen. Und das war ja für uns als Kontraindikator der nächste Punkt, wo wir gesagt haben, es könnte jetzt durchaus interessant sein, die Long-Seite zu favorisieren, weil eben diese verschiedenen Vorfilter das angezeigt haben. Und das ist natürlich oft die Schwierigkeit, wenn man neuer Markt unterwegs ist oder vielleicht ansonsten nicht antizyklisch handelt, in einer solchen Situation einen Markt einzusteigen, denn die meisten versuchen ja dann eher in Trendrichtung zu agieren, weil sich das irgendwie ein bisschen besser anfühlt. Man handelt nicht gegen die Masse, sondern man handelt einfach mit dem Trend, mit dem, was aktuell on vogue ist. Und wenn man einsteigt, wenn alle anderen sagen, es müsste jetzt fallen und man in der Presse liest, es geht bergab und so weiter, dann fühlt sich das oftmals nicht so gut an, aber das sind genau die Situationen, wo es unserer Meinung nach sehr interessant wird. Und wir haben jetzt gesehen, der Markt hat sich extrem positiv entwickelt. Ich bin schon überrascht, wie stark der Markt auch war jetzt in den letzten Wochen. Und Markus hat es eben schon erzählt mit den Zahlen, die dann auch aus den USA kamen. Ja, da ist es ja innerhalb von wenigen Sekunden einige hundert Punkte nach oben gesprungen im DAX. Also das war schon unglaublich. Sowas erlebt man auch nicht jeden Tag. Aber man sieht mal wieder, auf einmal kann sich das ganze Blatt wenden und es gibt keine Glocke, die irgendwo geläutet wird und jetzt wird gesagt, Achtung, der Markt wird jetzt bald steigen, sondern das geht dann auf einmal innerhalb von kürzester Zeit und mir fällt zumindest auf, dass auf einmal jetzt viele sehr bullig werden und jetzt wieder davon ausgehen, dass der Markt weiter steigen sollte und das sind oftmals die, die unter 12.000 gesagt haben, der Markt müsste brutal einbrechen. Also da ein bisschen vorsichtig sein, deshalb könnte es kurzfristig ja, vielleicht auch mal wieder eine Korrektur geben, aber da werden wir dann im nächsten Schritt drauf eingehen. Wir wollen zunächst einmal, wie gesagt, den Rückblick tätigen und beim letzten Mal waren wir am 10.10. hier. Ja, da hatten wir eine Strategie vorgestellt auf den Dow Jones. Das war eine Long-Strategie und hier hatte der Stefan dann eben aufgezeigt, dass wir einsteigen sollten mit einem Stop-Buy bei 30.550 Punkten mit den Zielen bei 31.100, 33.500 und 34.300 Punkten, einem Stop bei 28.580 und der aktuelle Kurs von vorhin war 33.667. Und ihr habt eben schon gesehen, ich hatte zwei Kursziele grün markiert. Warum? Ja, das hat bis jetzt sehr gut funktioniert, diese Strategie. Man sieht hier eben eingekreist den Tag des Webinars. Dann wurde hier die blaue Linie, das Stop-Buy-Level, wurde einige Tage später nach oben durchbrochen. Wir sind in diesen Trade eingestiegen. Das erste Kursziel wurde abgearbeitet, das zweite Kursziel wurde abgearbeitet und das dritte ist gar nicht mehr weit entfernt. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähnlich lief es natürlich auch beim DAX. Das wird jetzt niemanden wundern, dass der sich auch dann entsprechend positiv entwickelt hat. Und zwar hatten auch hier die Vorfilter angezeigt, die hatte ich aufgezeigt, dass der DAX auf der Long-Seite zu handeln ist. Ich habe es eben schon gesagt, aufgrund der Saisonalität, aufgrund des Vierjahreswahlzykluses und eben diesem Pessimismus, der vorherrschte. Und dementsprechend hat der Stefan dann auch wieder charttechnisch den DAX unter die Lupe genommen. Und hier wurde angezeigt, dass wir mit einem Stop-Buy einsteigen sollten bei 12.750 Punkten mit dem Ziel bei 13.550, 14.700 Punkten und einem Stop bei 12.050. Aktueller Kurs ist 14.380 und ihr seht auch hier, die ersten beiden Kursziele wurden schon abgearbeitet. Auch hier natürlich sieht das sehr ähnlich aus wie beim Dow Jones. Der Tag des Webinars ist hier eingekreist. Danach wurde dieses letzte Zwischenhoch nach oben durchbrochen. Wir sind in den Trade eingestiegen und dann ist es hier sehr massiv und stark angestiegen. Erste, zweite Kursziel abgearbeitet. Das dritte ist gar nicht mehr weit weg. So, bevor wir jetzt gleich auf den nächsten Markt blicken, wollte ich ganz kurz ein Update geben zum DAX. Ich habe es eben schon gesagt, wir sind jetzt hier sehr stark und massiv angestiegen. Meiner Meinung nach ergibt sich jetzt auch mal Potenzial, auf eine Seitwärtsphase beziehungsweise sogar eventuell fallende Notierungen zu setzen, kurzfristig. Warum? Also die Saisonalität und der Vierjahreswahlzyklus, das sei direkt gesagt, das ist bis Jahresende hin weiterhin positiv.
Aber wir sehen zumindest, dass wir jetzt hier auch beim Sentiment in den Greed-Bereich gekommen sind, also in den Gier-Bereich. Was bedeutet das im Klartext? Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer jetzt gierig werden und davon ausgehen, dass der US-Markt weiter steigen sollte. Und das als Kontraindikator zeigt mir schon mal an, dass jetzt auch kurzfristig durchaus die Short-Seite von Relevanz ist. Als nächstes blicken wir noch auf den Chart. Und auch der Chart, gerade schon mehrfach gesagt, zeigt eben an, wie stark hier diese Aufwärtsbewegung war. Aber, und jetzt kommt's, wir kommen hier in einen massiven Widerstandsbereich rein. Dieser fängt so im Bereich an 14.500 bis 15.000 Punkte. Und das ist jetzt hier ein Wochenchart. Das bedeutet, eine Kerze ist eine Woche. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, als wir dieses Jahr schon immer wieder auf Allzeithochs letztes Jahr immer wieder auf Allzeithochs geklettert sind. Da war ja diese Marke 14.800 bis 15.000 sehr relevant. Dort hatten wir eine deutliche Unterstützungszone und der DAX ist von 14.8 bzw. 15.000 immer wieder nach oben gelaufen und konnte eben dann teilweise auch neue Allzeithochs markieren. Wie ihr sehen könnt, wir sind hier an die 14.8 bis 15.000 zurückgelaufen, wieder nach oben abgeprallt, wieder nach unten gelaufen, wieder nach oben, neues Allzeithoch, wieder nach unten, dann zack, wieder neues Allzeithoch, bis es dann eben nicht mehr geklappt hat, dem DAX die Puste ausging und wir die 14.800 Punkte Marke nach unten durchbrochen haben. Und dann ging es eben rapide abwärts. Und deswegen ist natürlich gerade diese Marke 14.8 bis 15.000 ein enormer Widerstandsbereich. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir diesen im ersten Anlauf überwinden werden. Zudem, ich habe es eben schon gesagt, schon ab 14.500, sogar leicht darunter, beginnt auch schon wieder ein Widerstandsbereich, denn schaut euch das mal an, hier in diesem Jahr sind wir öfter an diese Marke herangelaufen und von dort wieder nach unten abgeprallt und deswegen 14.500 bis 15.000 Punkte massive Widerstandsbereiche. Plus, wir haben eben diesen Greed-Bereich im 4-Greed-Index. Das zeigt eben an, dass es jetzt durchaus auch mal eine Verschnaufspause geben könnte, dass der Markt entweder seitwärts läuft oder aber auch mal eine gewisse Korrektur einsetzt. Und dementsprechend, um das umzusetzen, habe ich mal gerade eben noch auf der Seite von der DZ-Bank mich umgeschaut, welche Produkte dort in Frage kommen könnten. Natürlich, wenn man davon ausgeht, der Markt bricht jetzt sehr stark ein, dann könnte man natürlich ein entsprechendes Knockout-Produkt einsetzen. Aber meiner Meinung nach macht es auch sehr viel Sinn, natürlich sich einen Discount-Put-Option-Schein mal anzugucken. Denn sollte der Markt jetzt eher seitwärts tendieren oder sogar vielleicht leicht nur gegen uns laufen, dann können wir hier trotzdem eine positive Rendite erzielen. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass diese 14.500 bis 15.000 Punkte-Marke nicht in nächster Zeit überschritten wird. Da gibt es hier ein entsprechendes Produkt. Das ist die DV7YJ0. Kann man sich mal angucken, wenn man da Interesse hat. Ich finde es super interessant, denn wir haben hier einen Basispreis bei 16.000 Punkten und einen Cap bzw. Floor bei 15.500 Punkten. Was bedeutet das im Klartext? Das bedeutet, wenn der DAX am Ende der Laufzeit, und das ist im März, wenn wir mal kurz hier schauen, sieht man hier auf der rechten Seite, letzter Bewertungstag ist der 17.03.2023, wenn der DAX zu diesem Zeitpunkt unterhalb von 15.500 Punkten notiert, dann bekommen wir die maximale Auszahlung von 5 Euro. Steht hier auch, maximale Auszahlung 5 Euro. Wie kommt man da drauf? Basispreis ist 16.000, aber wir sind hier bei diesem Produkt gekappt in unserem Gewinnpotenzial bei 500 Punkten. Mal dem Bezugsverhältnis von 0,01 kommt man genau auf die 5 Euro. Also, um es jetzt nochmal konkret zu sagen, stehen wir am Ende der Laufzeit unterhalb von 15.5, dann bekommen wir 5 Euro ausgezahlt. Notieren wir am Ende der Laufzeit oberhalb von 16.000 Punkten, also oberhalb des Basispreises, dann verfällt das Produkt wertlos. Und wenn es zwischen Basispreis und Cap notiert, dann wird die Differenz ausgezahlt. Also machen wir doch da ein Beispiel. Wir stellen uns vor, wir stehen dann bei 15.700 Punkten. Dann rechnet man einfach wie bei einem klassischen Put-Optionsschein 16.000 minus 15.700 sind 300 Punkte Differenz mal 0,01. Würde man also 3 Euro bekommen und jetzt aktuell könnte man einsteigen zu 3,96 Euro und verkaufen zu 3,92 Euro. Und das zeigt auch schon, dass hier aktuell ein Geld- und ein Briefkurs immer angegeben wird. Man muss also das Produkt nicht bis zum Laufzeitende halten, sondern wenn man irgendwie feststellt, der Markt ist jetzt doch stärker, als man das vielleicht gedacht hat, wir steigen über die 15.000 Punkte-Marke an, dann kann man es natürlich auch frühzeitig wieder verkaufen. Die Preisentwicklung wird natürlich sehr stark davon abhängen, wann der Markt dann zum Beispiel die 15.000 durchbricht, zu welchem Zeitpunkt das ist. Ist das kurz vor Fälligkeit dieses Produktes oder zum Beispiel morgen, dann wird das Produkt natürlich ordentlich an Wert verlieren. Das muss natürlich auch klar sein. Also es ist enorm spekulativ. Das erkennt man natürlich auch an der potenziellen Rendite,
die man hier erzielen kann. Und die ist auf die Laufzeit berechnet 25,31% oder aufs Jahr hochgerechnet 95%. Und das zeigt natürlich schon, wir sind hier im spekulativen Bereich unterwegs. Aber da wir eben jetzt im Greed-Bereich angekommen sind vom Sentiment und da wir wichtige Widerstände vor der Brust haben, gehe ich davon aus, dass das ein attraktives Produkt sein könnte. Vielleicht interessiert es euch auch. Schaut es euch einfach mal an. DV7YJ0. Das soll das gewesen sein und dann können wir auch im nächsten Schritt weitermachen mit dem Rückblick, bevor wir uns dann den aktuellen Strategien entwickeln. Am 10.10. hatten wir noch eine Silber-Long-Strategie vorgestellt. Ich hatte die Vorfilter aufgezeigt, die angezeigt haben, dass die Long-Seite jetzt zu favorisieren ist. Und laut Stefan sollten wir einsteigen mit einem Limit bei 19,10 $ mit den Zielen bei 20,30, 21,30, 22,30 und 24,30 bis 24,70 und einem anfänglichen Stop von 17,40 $. Und auch hier sieht man, wie bei den anderen, die ersten beiden Kursziele wurden bereits erreicht. Können wir uns mal angucken. Hier wieder eingekreist der Tag des Webinars. Wir sind Richtung des Limits gelaufen, sind dort eingestiegen. Der Stop ist unten bei 17,40, wurde nicht erreicht. Und anschließend ging es dann beim Silberpreis deutlich aufwärts. Das erste Kursziel wurde abgearbeitet, das zweite Kursziel wurde abgearbeitet und das dritte sogar ganz knapp nicht. Also wir waren nicht weit entfernt und das dritte Kursziel wäre auch schon erreicht worden. Also die Trades dieses Mal, ihr wisst ja, ab und zu gibt es Phasen, da läuft es mit den Trades nicht so gut, aber dann gibt es wieder Phasen, da sind dann sehr viele Volltreffer dabei. Und das war jetzt genau seit dem letzten Webinar, dass die Strategie natürlich ganz gut war, von steigenden Kursen beim DAX auszugehen, aber auch bei den Edelmetallen. Und das ist jetzt auch die perfekte Überleitung, um direkt auf die Edelmetalle zu sprechen zu kommen. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich insgesamt sehr bullig bin für alle Edelmetalle Richtung Jahresende, also für Gold, für Silber, für Palladium und Platin. Wir können uns jetzt nochmal die verschiedenen Saisonalitäten anschauen für die vier verschiedenen Edelmetalle und dann werden wir uns später noch genauer mit dem Gold- und dem Silberpreis beschäftigen, denn das sind natürlich genau die beiden Märkte, die wahrscheinlich hier jeden interessieren und auf die wir dann auch entsprechende Strategien vorstellen werden. Das wird der Stefan ja dann wieder über die Charttechnik machen. Aber wir wollen uns zunächst einmal die Saisonalitäten anschauen, wie ich gerade schon gesagt habe. Hier zunächst einmal für den Goldpreis und ihr könnt erkennen, ab November sieht das hier sehr, sehr bullig aus. Wenn man unten mal sich die Monatsperformance im Durchschnitt anschaut, der November positiv, der Dezember positiv, der Januar dann der stärkste Monat des Jahres und noch der Februar auch noch positiv. Also wir sind hier beim Goldpreis in einer sehr starken saisonalen Phase, aber nicht nur bei Gold, sondern eben auch bei den anderen Edelmetallen. Gucken wir uns das Ganze bei Silber an. Bei Silber eben auch der November und Dezember schon leicht positiv und dann aber auch hier der Januar, der zweitstärkste Monat des Jahres, der Februar stark, der März stark und der April stark. Also mit dem November sind das dann insgesamt 6 Monate in Folge, wo der Silberpreis zur Stärke neigen könnte. Ähnlich sieht das auch bei Platin aus und diejenigen, die schon länger dabei sind, die wissen wir auch, dass wir Mitte Dezember immer einen saisonalen Platin-Trade starten, weil eben die Saisonalität bei Platin extrem ausgeprägt ist. Ab Mitte Dezember bis in April hinein kann man sich mal anschauen, neigt der Platinpreis ja in sehr vielen Fällen enorm zur Stärke und es gibt dann bei diesem saisonalen Platin-Trade auch noch verschiedene Ausstiege im Januar und Februar und ihr erkennt auch warum. Der Januar und der Februar, das sind eben in Folge die beiden stärksten Monate des Jahres. Also ihr seht schon, auch hier sind wir aktuell in einer Stärkephase. Bei Palladium, das wird jetzt wahrscheinlich niemanden mehr wundern, sieht das Ganze natürlich sehr ähnlich aus. Auch hier soll es sogar schon seit Oktober ansteigen. Oktober, November positiv und jetzt kommt hier vor allem zum Zuge Dezember, Januar und Februar. Das sind die 3 stärksten Monate des Jahres direkt in Folge. Dann haben wir noch einen leicht positiven März und einen leicht positiven April. Also auch die Saisonalität bei Platin super interessant. Und dementsprechend werde ich da auch immer wieder nach Einstiegen suchen. Ich war auch bei Palladium schon mal investiert, habe die Position dann, nachdem es etwas aufwärts ging, wieder veräußert und versuche jetzt einen niedrigeren Einstieg zu finden. Und man sieht schon die Saisonalität hier auch sehr, sehr bullig. Jetzt hatte ich es eben schon gesagt, wir wollen uns jetzt hier dann noch etwas genauer mit Silber und Gold beschäftigen, wie es da von den COT-Daten und auch vom Sentiment her aussieht. Fangen wir vielleicht einfach mal an mit dem Silberpreis. Bei Silber die COT-Daten zuletzt ebenfalls bullig. Wir können ja hier erkennen, tendenziell, also hier oben erstmal abgetragen in schwarz, das ist der Silberpreis und hier unten in blau, das sind die COT-Daten. In diesem Falle die Netto-Positionierung der Commercials.
Und die Commercials sind in der Tendenz netto short positioniert. Hier rechts ist die Null. Ich kreise das mal hier mit der Maus ein. Und ihr seht ja in der Historie, dass die Commercials tendenziell netto short positioniert sind. Die Commercials, wer steckt da nochmal dahinter? Das sind große Produzenten und große Abnehmer. In diesem Falle zum Beispiel von Silber. Und zuletzt war eben ja die Netto-Positionierung dieser Commercials sogar leicht positiv, also leicht netto long waren diese positioniert. Und das ist ein oftmals sehr bullisches Zeichen, wenn wir an die Nulllinie ranlaufen oder sogar etwas darüber ansteigen, dann zumindest hat der Silberpreis oftmals positiv darauf reagiert. Das war hier zum Beispiel der Fall, danach ging es aufwärts, hier war es der Fall, danach leichte Aufwärtsbewegung, hier, naja, lief es eher seitwärts. Aber ihr seht schon, man hat damit zumindest schon mal einen weiteren Vorfilter, der anzeigt, dass es seitwärts aufwärts gehen könnte beim Silberpreis, also sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann kommt hier auch wieder das Sentiment zum Tragen, über das ich eben schon gesprochen hatte beim DAX. Die Marktteilnehmer zuletzt beim Silberpreis extrem pessimistisch. Sie gingen davon aus, müsste weiter fallen. Interessanterweise, als wir hier auf dem Hoch notierten, auf diesem Zwischenhoch, da waren die Marktteilnehmer eben sehr bullig, gingen davon aus, müsste weiter steigen. Und jetzt, wo es gefallen ist, denken sie, es müsste weiter fallen. Deswegen sage ich ja immer, ich bin antizyklisch im Markt unterwegs. Und das zeigt eben hier als antizyklischen Einstieg auch ein an, dass wir uns eher auf der Long-Seite positionieren könnten. Also für Silber die verschiedenen Vorfilter durchaus positiv. Saisonalität haben wir uns eben schon angeschaut und jetzt noch das Sentiment als Kontraindikator zeigt es an und auch die COT-Daten. Beim Goldpreis sieht das sehr ähnlich aus. Auch da haben wir uns eben schon die Saisonalität angeschaut. Die ist durchweg positiv. Plus wir haben eben auch hier ein negatives Sentiment zuletzt gehabt. Und ihr erinnert euch vielleicht auch, wenn man ein bisschen unterwegs ist im Trading-Bereich, als die 1680 US-Dollar-Marke nach unten durchbrochen wurde, da hieß es ja schon, jetzt geht's massiv bergab. Und dann gab es aber eine Bodenbildung knapp darunter und der Markt ist wieder deutlich angestiegen. Also auch hier darauf achten, das Sentiment extrem negativ gewesen zuletzt. Als Kontraindikator zeigt das eben auch an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Und schlussendlich, da sehe ich gerade, habe ich eben das Falsche aufgemacht, wollen wir uns noch hier die COT-Daten für den Goldpreis anschauen und da sehen wir ein ähnliches Bild. Die Commercials waren zwar nicht netto long positioniert, aber sie haben zumindest mit dieser Abwärtsbewegung im Goldpreis ihre netto short Position massiv abgebaut und wir sind jetzt auf einem Niveau zuletzt gewesen, wo in der Vergangenheit oftmals Aufwärtsbewegungen stattgefunden haben. Das war zum Beispiel 2019 der Fall, da waren wir auf einem ähnlichen Level. Danach ist der Goldpreis deutlich angezogen. Wir waren hier auf einem sogar niedrigeren Level. Danach ging es leicht bergauf. Wir waren hier auf diesem Level. Danach gab es eine leichte Aufwärtsbewegung. Hier gab es eine leichte Aufwärtsbewegung. Also auch hier von den COT-Daten sieht das durchweg positiv aus, dass der Goldpreis weiter an Wert zulegen könnte. Somit wollen wir zusammenfassen. Insgesamt die Saisonalität für alle Edelmetalle positiv. Plus wir haben hier eben den Fall bei Silber und Gold, dass das Sentiment zuletzt sehr negativ war. Als Kontraindikator lässt das die Longseite favorisieren und auch die COT-Daten sind bullig für beide der genannten Edelmetalle. Aus diesem Grund ist die Longseite zu favorisieren und jetzt übergebe ich an dich, Stefan. Jetzt habe ich schon viel geredet, kann man einen Schluck Wasser trinken und dann kannst du mal zeigen, wie das Ganze aus charttechnischer Sicht aussieht. Jawohl, und ich beginne zunächst beim Goldpreis. Du hast es schon erwähnt, die Edelmetalle haben ja untereinander schon eine relativ große Korrelation. Das heißt, sie laufen dann mehrheitlich in die gleiche Richtung. Deswegen habe ich auch zwei unterschiedliche Trading-Setups dieses Mal dabei. Eins auf Gold, eins auf Silber und den Platin bzw. Palladium-Preis schauen wir uns auch nochmal ganz kurz von der charttechnischen Seite an, weil da wird es ja spätestens dann im Dezember wieder interessant. Da machen wir ja den saisonalen Trade auf Platin. Wir haben ja kurz vorher nochmal ein Webinar an der Stelle und da können wir das dann nochmal im Detail vorstellen. Jetzt, wie gesagt, der Goldpreis und der Silberpreis. Beim Gold ist es so, dass der Kurs hier aus diesem kurzfristigen Abwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen ist. Da haben wir ein Kaufsignal drin. Ist allerdings ja für mich jetzt nicht unbedingt das prägende Signal, sondern für mich setzt sich ja ein Trend zusammen, ein Abwärtstrend durch fallende Hochpunkte bzw. ein Aufwärtstrend durch steigende Tiefpunkte. Und da ist es eben so, mit dem Überwinden des letzten markanten Zwischenhochs haben wir dann wirklich beim Goldpreis auch einen Trendwechsel drin gehabt. Jetzt haben wir aktuell so eine kleine Gegenbewegung. Wir sind da relativ schnell hier nach oben gelaufen. Da ist ein kleiner Überhitzungszustand da. Und dieser
wird jetzt kurzfristig eben wieder korrigiert, was im Hinblick dann auf einen weiteren Anstieg natürlich wünschenswert ist, wenn wir dann nicht in der Überhitzung weiter nach oben laufen, sonst würde ja irgendwann dann eine umso größere Korrektur kommen. Und von den charttechnischen Marken war es eben so, wir sind da wirklich bis an die 1790 rangelaufen, da haben wir ein Zwischenhoch hatten wir hier vom August und jetzt geht es hier eben nach unten. Jetzt haben wir eine Unterstützung drin im Bereich um. Stefan, ich glaube, du hast dein Mikro offen. Kannst du da nochmal gucken? Deine Verbindung ist gerade ein bisschen schlecht. Okay. Der Ton ist ein bisschen schwankend. Okay, so normalerweise. Ich versuche es lauter zu sprechen. Ich hoffe, dass es klappt. Wenn es nicht so sein sollte, dann einfach nochmal einen kurzen Hinweis, dann kann ich mal gucken, ob ich da das Mikrofon etwas verstärken kann, dass man das dann wieder besser hört. Ja, wie gesagt, beim Goldpreis 1790 ist der Kurs abgeprallt. Jetzt testen wir nach unten hin so die Region um 1730 Punkte. Kann sein, dass wir da tatsächlich nochmal runterfallen und die Region 1670, 1680 sogar nochmal in Angriff nehmen. Der Goldpreis könnte theoretisch sogar bis zu den bisherigen Jahrestiefs hier im Bereich 1610 zurückfallen, ohne dass der Aufwärtstrend, der sich ja mit dem Trendwechsel hier ergeben hat, gefährdet wäre. Dann wäre immer noch ein weiterer Anstieg möglich, worauf ja auch die Saisonalität hindeutet. Deswegen macht es Sinn, den Stoppkurs eben knapp unter den Jahrestiefs zu platzieren. Den habe ich in dem Fall hier mal bei 1600 gewählt. Also normalerweise immer eine ungerade Zahl, keine geraden Zahlen. Das heißt, 1595 wäre dann zum Beispiel so ein Stoppkurs. Einstieg-Limit in dem Fall 1725. Da sind wir aktuell leicht drüber. Ich mache mal da ein paar Linien weg, dann kann man das besser erkennen. Hier sieht man 1738 haben wir aktuell. Allerdings sind wir, das sieht man hier oben links in der Stundenebene, in einem ganz kurzfristigen Abwärtstrend. Eine kleine Korrekturphase drin und die könnte, das sieht man hier auch schön, im Stundenchart durchaus bis 1700 reichen, ohne dass da wirklich irgendwie ein negatives Signal kommen würde. Und deswegen bietet sich es eben an, in dem Bereich zwischen 1700 und 1720 Punkten dann eben da einzusteigen. Willst du vielleicht mal versuchen, dein Mikrofon einmal ein- und auszustecken? Okay, ich probiere einen Moment. So, ich hoffe, dass ich jetzt besser zu hören bin. Ja, red noch mal ein bisschen. Ich sag dir dann Bescheid. Ich mache dann mit der Analyse weiter. Wie gesagt, Trading Setup Limit 1725, Stoppkurs 1595 und dann natürlich nach oben hin die Ziele. Das sind die letzten Hochpunkte, die eben der Goldpreis erreicht hatte. Da sind wir dann relativ schnell schon wieder im Bereich 1790, 1800. Das wären so die letzten Zwischenhochs und dann im weiteren Verlauf natürlich dann 1880, 1900 beziehungsweise dann sogar die runde Zahl von 2000, was durchaus, wenn man einen sehr starken saisonalen Verlauf hat, dann durchaus erreichbar sein würde. Beim Goldpreis, wie gesagt, hier ziemlich am aktuellen Niveau dran, falls diese korrigierende kurzfristige Bewegung nicht so weit nach unten geht. Jetzt nochmal kurz die Frage, klappt es besser mit dem Mikro, sonst würde ich ein anderes nehmen? Versuche am besten mal ein anderes. Okay. So, jetzt habe ich ein anderes Mikro dran. Ich hoffe, dass es besser funktioniert. Ja, hört sich ein bisschen besser, nicht mehr so abgehakt. Beziehungsweise alles weiter entfernt. Klar. Dann machen wir damit weiter. Ja, es ist wie beim Traden immer sinnvoll, dass man noch einen Plan B in der Hinterhand hat, dass man dann natürlich reagieren kann, wenn was Unvorhergesehenes passiert. In dem Fall eben ein anderes Mikro. Scheint jetzt besser zu funktionieren. Kommen wir zu dem Silberpreis. Bei Gold hatte ich ja eben den Trade
etwa am aktuellen bzw. knapp unterhalb des aktuellen Kursniveaus mit einem Limit platziert. Beim Silberpreis ist es so, aufgrund der hohen Korrelation der beiden Edelmetalle würde ich da etwas mehr Risiko reinnehmen. Das heißt, ich warte hier etwas länger, bis ich eine Long-Position eröffne. In dem Fall Limit bei 1970. Da sind wir hier am unteren Ende dieses ganz, ganz kurzfristigen Aufwärtstrendkanals. So, genau, da kann man es jetzt auch erkennen. Und wie gesagt, wenn der Preis hier noch etwas runter geht, wir haben hier in der Region um 19 US-Dollar eine Unterstützung drin. Da ist auch so ein kleines Zwischentief. Das sollte normalerweise nicht klar unterschritten werden, sonst trübt sich das Ganze wieder ein. Deswegen Einstieg knapp darüber, 1970 und den Stoppkurs dann knapp unter den letzten Zwischentiefs, in dem Fall hier bei 18 US-Dollar. Und nach oben hin natürlich wie beim Goldpreis auch die letzten Kurshochs stellen natürlich dann auch die nächsten Kursziele da, da sind wir dann schon relativ schnell hier an dem Zwischenhoch vom Sommer bei rund 22,30 und dann natürlich die vorausgegangenen Hochpunkte, da macht es natürlich schon Sinn, dass wir da hier in die Wochenebene reingehen und da einfach mal gucken, wo dann eben die nächsten Kursziele sind auf dem Weg nach oben. Und wenn man diesen Abwärtstrend, diesen langfristigen, allerdings etwas schwach ausgeprägten Abwärtstrend noch mit dazu nehmen, dann haben wir da für den Trade ein Kursziel zunächst im Bereich um 24 US-Dollar. Soweit der Trade zum Silberpreis und jetzt schauen wir ganz kurz nochmal auf Palladium bzw. Platin. Palladium zeigt hier nach unten, da haben wir jetzt eine kleine Unterscheidung von der Korrelation, da bewegt sich der Kurs etwas anders. Allerdings interessant ist hier diese Unterstützungszone um 1800 US-Dollar. Die hat bislang gehalten und wenn der Test jetzt hier wieder erfolgreich verläuft und wir nach oben abdrehen und dazu dann das letzte Zwischenhoch noch überwinden und dann bewegt sich das Ganze in ein positives Bild rein, als davon auszugehen, dass es hier eben weiter nach oben geht, dann würde sich der Kurs ja auch gemäß der positiven Saisonalität dann auch weiter nach oben entwickeln. Da wäre das kurzfristige Ziel dann hier bei knapp unter 2400 US-Dollar, das Zwischenhoch, was wir Anfang Oktober hatten. Und dann muss man einfach mal gucken, wie viel Kraft ist da noch drin, wie schnell ist auch die Bewegung gewesen. Wenn wir da eben sehr schnell nach oben laufen, dann haben wir eine Überhitzung drin, dann geht es meistens nicht ganz so weit. Da ist es schöner, wenn es eben eher schrittweise geht und wir gemächlich nach oben gehen ohne Überhitzung, dann kann die Bewegung etwas schneller verlaufen. Und zu guter Letzt dann noch den Platinpreis. Da, wie gesagt, kommt dann ja Mitte Dezember dann unser saisonaler Trade. Da haben wir am 12. Dezember das nächste Webinar und damit eben knapp bevor wir diesen jährlichen Trade eröffnen. Da können wir dann das auch nochmal ganz genau erklären, wieso, weshalb, warum. Im Großen und Ganzen nutzen wir die positive Saisonalität als Auswahlkriterium und schränken den ganzen Trade dann dadurch ein, dass wir verschiedene Ausstiegszeitpunkte haben und mit der Vorgehensweise ergibt sich dann eine extrem hohe Trefferquote, weil eben da mit der stärksten Phase der Gewinn schon zum Teil realisiert wird und aber dann trotzdem weiter dran festgehalten wird. Und dann lassen wir das laufen, haben allerdings kein Risiko mehr drin. Soweit mal der kleine Ausblick auf den saisonalen Trade. Zur aktuellen Chartanalyse, der Platin Trade ist ja auch zuletzt sehr stark angestiegen in den vierfachen Kursbereich hinein und jetzt geht es hier wieder nach unten. Klassische Pullback-Reaktion eigentlich. Wir hatten hier eine sehr starke Widerstandszone im Bereich 970 etwa, da fallen wir jetzt wieder hin, 980 und wäre dann eine Bestätigung dieser ehemaligen Widerstandszone als Unterstützung. Das ist immer ein schöner Moment, um da eben einzusteigen, denn man steigt hier eben nicht zum Hoch dann in einen positiven Trend ein, sondern nutzt eben den Rücksetzer dazu. Das Ganze hat natürlich das Problem, wenn es runtergeht, haben viele Menschen Angst. Das könnte ja noch viel weiter runtergehen und deswegen macht man dann lieber nichts. Das ist
Insofern eigentlich nicht ideal oder beziehungsweise eine Pullback-Reaktion ist eigentlich ideal zum Einstieg, weil ich eben so einen Einstieg dann schön mit dem letzten Zwischentief absichern kann. Das heißt, ich bin von dem Hoch dann schon eine ganze Ecke weg, könnte hier günstig einsteigen und wenn es dann wirklich nach unten weitergeht mit dem Unterschreiten der nächsten Zwischentiefs, würde sich dann ja ein klares Verkaufssignal ergeben und insofern lässt sich dann eben so ein Rücksetzer schön für einen Einstieg verwenden. Soweit zum Platinpreis und ja, jetzt sind wir soweit durch eigentlich von den Edelmetallen. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema Rohöl beziehungsweise auch Zinsen eingehen. Da kamen Fragen dazu, bevor wir dann auch zu den einzelnen Titeln kommen, die gefragt sind. Fangen wir mal mit dem Hoppala, mit dem Rohölpreis an. Dann nehmen wir hier mal die Sorte WTI. Da geht es hier heute steil nach unten, beziehungsweise auch schon die letzten Tage ging es hier nach unten. Und das hat eben den Hintergrund auf der einen Seite, dass ja die OPEC wohl darüber beraten könnte, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, die Fördermengen zu erhöhen. Und das Ganze sorgt natürlich dann für Druck auf den Ölpreis. Das andere ist, dass ja aufgrund der nach wie vor vorhandenen Corona-Politik in China, da gab es jetzt am Wochenende wieder weitere Lockdowns, die verkündet worden sind, weil es wohl einen Sterbefall gab, der auf Corona zurückzuführen sein soll. Und ja, da ist eben China sehr kompromisslos, was das angeht. Und das Ganze sorgt aber auch dafür, dass die chinesische Wirtschaft daher Beschläge bekommt. Und das Ganze sich natürlich dann darüber hinaus auch global auswirkt. Denn wir haben ja eine Globalisierung, eine Verzahnung. Das heißt jetzt nur von den Lieferketten einzelner Produkte, was uns ja schon seit Monaten beschäftigt. Und eben dieser, ja, dieser erwartete Konjunkturrückgang aufgrund der chinesischen Corona-Politik drückt natürlich dann auch auf den Ölpreis. Da wird einfach erwartet, dass weniger nachgefragt wird. Und das ist dann eben ein zweiter Punkt, der momentan belastet. Die Richtung zeigt nach unten. Beim WTI sind wir jetzt hier an dem Zwischenpunkt hier vom September dran. Da waren es so bei $75, wo da eine Unterstützung war. Jetzt wird es eben spannend, ob es hier nochmal weiter nach unten geht. Dann sind wir relativ schnell schon an dem Zwischentief, was wir hier Ende des vergangenen Jahres oder ziemlich genau vor einem Jahr hatten. Und da sind wir dann schon im Bereich um 60 US-Dollar. Momentan sieht es danach aus, als ob es nach unten geht. Auch hier nochmal der kleine Hinweis, was ich vorhin bei den Edelmetallen schon gesagt habe. Fallende Hochpunkte sind eben ein Abwärtstrend. Wir haben mit dem letzten, mit der Erholung, haben wir das letzte Zwischenhoch nicht überwunden. Deswegen zeigt es auch hier weiter nach unten. Ja, momentan aber, wie gesagt, hier an der Unterstützung dran, kann sein, dass wir da eine kleine Gegenbewegung nach oben reinbekommen. Deswegen auf aktuellem Niveau da short zu gehen, könnte vielleicht etwas riskant sein, eher vielleicht eine Gegenbewegung mal abwarten und dann eben, wenn keiner mehr fallende Kurse sieht, dann eher mal die Short-Position eröffnen. Dann kommen wir nochmal ganz kurz zu den Währungspaaren. Da ist nämlich, ja, das macht den Spritpreis an der Tankstelle momentan etwas günstiger. Wir haben einen stärkeren Euro, sieht man hier im Wechselkursverhältnis zum US-Dollar. Der geht momentan nach oben, heißt alles, was wir aus dem Ausland in US-Dollar einkaufen, wird damit günstiger, inklusive eben der Spritpreis. Hintergrund ist der, dass die US-Notenbank die Zinsen ja schon im März angehoben hat, im Frühjahr angehoben hat und dann weitere Anhebungen gefolgt sind, erst 50 und dann jeweils 75 Basispunkte. Damit sind wir jetzt in der Spanne 3,75 bis 4% was der US-Zins ausmacht. Und die US-Notenbank hält momentan eine Range, eine Spanne von 4,50 bis 5% für ausreichend, um die Inflation wirklich zu bekämpfen. Und da sind wir eben nicht mehr so weit weg davon. Deswegen gibt es erste Stimmen, die sagen, man muss die Zinsen nicht mehr so schnell anheben in den USA. Da gab es jetzt auch am Wochenende ein Interview mit dem ja, Notenbankchef von Atlanta, der eben gesagt hat, er geht davon aus, dass wir eben keine 75 Basispunkte im Dezember mehr sehen werden und dass wir uns darüber hinaus dann auch
eben langsamer nach oben bewegen, beziehungsweise die Notenbank, die FED, die US-Notenbank, dann auch mal letztens Pause einlegen kann, um zu schauen, wie ist denn die Entwicklung des Marktes? Ist man da vielleicht ein bisschen zu weit? Bremst man den zu arg ein? War in der letzten Zeit nicht der Fall. Die Konjunkturdaten waren sehr robust und da haben die steigenden Zinsen bislang nichts ausgemacht. Deswegen konnte man auch diese hohe Geschwindigkeit beibehalten. Aber wie gesagt, jetzt sind wir kurz vor dem Zielkorridor, den eben die FED als ausreichend betrachtet. Das heißt, da lässt die Zinsanhebungsfantasie etwas nach. Und auf der anderen Seite haben wir die Europäische Zentralbank, da haben wir eine steigende Inflation. Wir hatten heute zwar besser als erwartete Erzeugerpreise. Das ist so ein erster Lichtblick dafür, dass vielleicht die Inflation dann wieder in den Griff bekommen wird. Allerdings momentan ist er noch hoch. Wir haben auch, oder die EZB hat auch relativ spät erst damit begonnen, die Zinsen anzuheben. Da dürfte in den kommenden Monaten noch weitere Zinsanhebungen folgen. Und mit diesem unterschiedlichen Szenario in den USA eher Zinsbremse, in Europa eher weiter steigende Zinsen, spricht das natürlich dann für einen starken Euro beziehungsweise für einen schwächeren US-Dollar. Und das erklärt eben auch diese Bewegung, die wir da momentan drin haben. Kurzfristig sind wir ein bisschen weit gelaufen. Sieht man hier eben der Anstieg jetzt der letzten 2-3 Wochen war dann doch etwas heftig, nachdem wir hier auch wirklich den Trend gebrochen haben. Auch hier der Hinweis, das letzte Zwischenhoch wurde überwunden, das heißt auch von der Seite Trendwechsel. Jetzt sind wir zu schnell nach oben gelaufen, deswegen kommt es hier jetzt zu einer kleinen korrigierenden Bewegung und da kann ich mir eben vorstellen, dass wir so die Region um die Parität dann nochmal als Unterstützung antesten werden, selbst wenn wir da weiter nach unten zurückfallen und in die Region um 0,98 US-Dollar zurückfallen, wäre das noch kein tragisches Signal, sondern da wäre immer noch ein weiterer Aufschwung möglich unter dem Hintergrund eben der fundamentalen Unterschiede, was die künftige Zinsentwicklung angeht. Soweit zu den Währungspaaren, zu der Erklärung, warum eben was günstiger oder teurer ist, was da gefragt worden ist. Und dann kommen wir auch schon zu den Einzelwerten. Jetzt muss ich selbst auch nochmal gucken, was da alles gefragt worden ist. Wir hatten hier mal eine Microsoft, die können wir gleich mal mit reinnehmen. Wir haben ja das Problem, dass die ganzen Technologietitel, die in den vergangenen Monaten bis Jahren wirklich bombastisch gelaufen sind, dass die sich nicht mehr so der Gunst der Anleger erfreuen. Auch eine Microsoft zählt da dazu. Da sind wir in einem Abwärtstrendkanal drin und da ist auch noch kein Ende in Sicht. Die Richtung zeigt weiter nach unten. Hier nochmal der Hinweis dann eben auf diese fallenden Hochpunkte. Da sind wir nicht drüber. Wir hatten hier im Sommer mal so einen Ausbruch nach oben. Da ist der Kurs allerdings relativ rasch wieder zurückgefallen. Das Ganze ist dann eine Bullenfalle, ein False Breakout, ein fehlerhafter Ausbruch. Und die gibt es in letzter Zeit ziemlich häufig. Das heißt, eigentlich ein Trendsignal nach oben. Der Kurs fällt dann allerdings wieder markant zurück und unterschreitet dann eine wichtige Marke als Signalgeber. Und ab da kehrt sich eben das Signal, das eigentlich Kaufsignal um in ein Verkaufssignal. Und wenn wir da uns in einem Trend bewegen, dann ist eben bei so einem Ausbruch immer das andere Ende des Trendkanals, das Kursziel. Und da sind wir jetzt relativ nahe schon dran gewesen, kann man schon sagen, das Kursziel ist erreicht worden. Jetzt laufen wir momentan nach oben und da wird es jetzt eben spannend. Wir haben hier im Bereich 250 US-Dollar eine Widerstandszone drin. Kann sein, dass der Kurs hier kurzfristig drüber geht. Das ist allerdings noch kein wirkliches Kaufsignal. Da springen normalerweise dann immer die etwas Unbedarften mit rein. Und im Anschluss kann es sein, dass es da wieder nach unten geht. Und da wird es dann eben spannend, wenn der Kurs unter 240 Dollar zurückfällt. Dann wäre auch so ein Ausbruch wieder ein False Breakout. Und dann ist von einem weiteren Rücksetzer auszugehen. Deswegen solche Ausbrüche momentan etwas mit Vorsicht zu genießen. Die letzten Monate war es da zuhauf, dass es da eben diese Ausbrüche gegeben hat. Da kommen wir dann auch gleich zu einem deutschen Nebenwert, der auch gefragt worden ist. Eckert und Ziegler, da sieht es nach einer Trendwende aus. Wir haben hier,
das letzte Zwischenhoch mittlerweile überwunden. Heißt, wir haben per Definition einen Trendwechsel hier nach oben drin. Allerdings, wir sind hier schon ziemlich in einem überhitzten Bereich drin. Da gehe ich mal davon aus, dass wir da noch ein Stück weit zurückkommen. Hier unten sieht man es in der Wochenebene unten links dann etwas besser, dass der Kurs da vielleicht dann nochmal in Richtung 40 Euro zurückfällt, um dann eben ein schöneres Einstiegsniveau zu haben. Momentan natürlich alle Trendfolgen positiv. Das ist eben was, wo man dann eben nicht einsteigen sollte, wenn die Mehrheit dann eben hier nach steigenden Kursen schreit, sondern eher dann Nerven behalten, abwarten, bis der Kurs wieder zurückkommt. Und wenn wir da wirklich dann nochmal in die Region um ja, 40, 42 Euro zurückkommen, dann würde sich so eine Long-Strategie natürlich auch sehr viel schöner mit dem letzten Zwischentief dann absichern lassen. Das macht mehr Sinn, als dass man da jetzt reingeht. Die nächste Absicherung müsste man dann schon irgendwo bei 35 Euro platzieren. Das ist natürlich Unsinn. Da hat man ein ganz schlechtes Verhältnis von Chance zu Risiko. Und deswegen macht sowas dann keinen Sinn. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ton war schon wieder weg. Heute stimmt scheinbar was mit meiner Internetverbindung nicht so richtig. Ich hoffe aber, dass man mich ja weitgehend versteht, muss gucken, ob ich dann vielleicht fürs nächste Webinar mir dann nochmal ein anderes Mikrofon zulege. Dann haben wir ja diverse US-Hightech-Titel, die eben gefragt waren in den letzten Monaten. Stefan, kurz als Feedback, also Ton ist eigentlich gut, kriegen wir eigentlich auch wiedergespiegelt. Mit dem zweiten Headset funktioniert es deutlich besser, also kannst du eigentlich so lassen. Ja, wunderbar. Alles klar. Dann lege ich mich nochmal ins Zeug die letzten Minuten und versuche dann noch den einen oder anderen Wert zu besprechen. Ja, Hustenbonbon wäre gut. Ist halt in der Jahreszeit so, dass die Stimme vielleicht etwas rauer ist, aber auch das bekommen wir dann vielleicht das nächste Mal in den Griff. Eine Emerson, jahrelang eben der Favorit der Anleger, sehr trendstark nach oben. Wir hatten im Prinzip einen Bärenmarkt, wenn man so möchte, eine Korrekturphase, höchstens hier irgendwann von 2003 bis 2006, so in der Region, wo der Kurs wirklich mal über eine längere Zeit nachgegeben hat. Dann natürlich Finanzkrise, kurzer Rücksetzer. Und ansonsten ging es hier nach oben. Jetzt haben wir tatsächlich auf sehr hohem Niveau erstmal so eine Trendwende drin. Das heißt, dieser langfristige Aufwärtstrend ist damit beendet und da wird es eben spannend, wenn jetzt noch die nächsten Zwischentiefs unterschritten werden, die wir hier in den letzten Monaten ausgebildet haben. Das heißt, spätestens wenn die Aktie unter die 66 fallen sollte, dann ist wirklich davon auszugehen, dass eben der Aufwärtstrend, der ganz langfristige, wirklich beendet ist. Dann laufen wir allerdings schon fast wieder in eine Phase rein, wo es dann hysterisch nach unten geht, wo man dann vielleicht schon mal gucken kann, wo man die Hand aufheben kann. Ja, von der Sorte haben wir, Microsoft hat ja ähnlich ausgeschaut, da können wir auch mal eine Alphabet nehmen, auch da lange Zeit klar nach oben. Da übrigens auch dieses dieser False Breakout, den ich vorhin erwähnt habe, Ausbruch nach oben, dann wieder zurückgefallen in diese Trading Range. Kursziel am unteren Rand dieser Trading Range ist tatsächlich erreicht worden und seitdem geht es weiter nach unten. Jetzt haben wir uns natürlich von dem Tief, von dem letzten etwas erholt, das nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen gekommen ist. Allerdings, ich würde da vorerst noch etwas skeptisch bleiben, auch wenn wir hier im langfristigen oder im wöchentlichen Chart sehen, wir haben die Unterseite dieses ganz langfristigen Aufwärtstrendkanals mal wieder angetestet. Bevor allerdings das letzte Zwischenhoch, und da sind wir hier irgendwo in der Region um 106, 107 US-Dollar, bevor wir da nicht tatsächlich drüber klettern, haben wir per Definition eben diesen Abwärtstrend noch drin. Erst wenn wir da drüber gehen, dann ergibt sich ein erstes Signal, dass es wieder nach oben gehen kann. Und das ist eben momentan etwas zu früh. Ansonsten haben wir sehr viele Werte, die gut gelaufen sind in den letzten Wochen, die etwas hoch sind, wenn man da in Deutschland als Beispiel mal die Versicherungen nehmen. Die Allianz ist sehr extrem nach oben geschossen, was natürlich dann auch mit steigenden Zinsen zu tun hat. Und die Kurse sind einfach überhitzt und insofern anfällig für einen Rücksetzer. Ingmar hatte das ja am DAX schon erklärt mit dem Discount Put, wie man das Ganze handeln kann, wenn wir uns die Einzelwerte anschauen. Und
dann sieht man das eben, wie das aussieht. Hier jetzt mal eine Brenntag, da ist ein False Breakout nach dem anderen zu erkennen. Hatten wir hier in den letzten Wochen und Monaten mehrfach. Jetzt haben wir aktuell schon wieder einen. Der ist noch nicht ganz vollendet, da würde ich noch abwarten, bis wir hier unter die 64-Dollar-Marke klar nach unten rutschen. Aber dann wird sich auch hier wieder ein Verkaufssignal ergeben, dass es eben weiter nach unten geht. Und das ist das, was ich gemeint habe. Diese Signale treten in letzter Zeit etwas gehäufter auf und sind vermeintliche Kaufsignale, die dann tatsächlich Verkaufssignale sind. Bei der Continental hatten wir jetzt den Ausbruch hier über den Trendkanal. Da wäre ich immer vorsichtig, weil jeder zeichnet Trendkanäle anders ein. Schöner sind natürlich dann, wenn man horizontale Unterstützungen und Widerstände hat. Die würde ich etwas höher gewichten als eben normale Trendlinien. Interessant vielleicht auch noch eine Daimler Truck, weil ja vorhin noch Autowerte gefragt worden sind. Da sind wir jetzt auch sehr steil nach oben gestiegen, haben hier im Bereich um 30 Euro hier eine Widerstandszone drin. Auch hier gehe ich davon aus, dass wir kurzfristig eine Konsolidierung reinbekommen, beziehungsweise es wäre schön, wenn wir eine kurzfristige Konsolidierung reinbekommen, weil da eben der Übertreibungszustand, der Überhitzungszustand abgebaut wird. Wir haben es hier in der Stundenebene, das sieht man, wir haben schon auf einem relativ hohen Niveau hier ein erstes Verkaufssignal, was eben darauf hindeutet, dass wir erstmal nicht über die 30 nachhaltig drüber klettern, sondern wahrscheinlich eher in diese Konsolidierung reinlaufen. Und wenn dann eben dieses überhitzte Kursniveau, was wir hier unten am MACD auf der Tagesbasis sieht, wenn wir da wieder in der neutralen Zone drin sind, und dann wäre natürlich ein Ausbruch auch nachhaltiger, dann ist da auch mit einer kleinen Trendbewegung nach oben zu rechnen. Wenn es jetzt gleich drüber geht, muss man immer die Befürchtung haben, wir sind schon überhitzt und das wird irgendwann korrigiert und dann geht es eben noch schneller wieder nach unten. Ja, wie gesagt, das sind sehr viele Titel, die eben sehr stark gelaufen sind. Eine Deutsche Bank hat sich auch hier erholt, da haben wir bei 10,30 einen Widerstand drin. Auch da kurzfristiger Überhitzungszustand sollte eigentlich jetzt wegkonsolidiert werden. Und da ist eigentlich egal, wen wir dazu nehmen. Und jetzt kommen wir zu der Fresenius Medical Care, beziehungsweise auch die Fresenius, die haben ja in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr stark gelitten. Da kam auch eine Frage dazu, wie das eben zu beurteilen ist. Wir sind hier in einem extrem überverkauften Bereich angelangt. Schauen wir hier unten links in die Wochenebene rein. Man sieht in den Charts hier übrigens immer, in welcher Zeitebene dass ich mich befinde. Das ist hier eingezeichnet, eine Stunde, ein Tag, eine Woche, ein Monat. Damit habe ich dann verschiedene Zeitebenen abgedeckt und kann dann eben schauen, wo gibt es übergeordnete Trends oder Unterstützung oder Widerstände, die ich eben beachten sollte. Und in der Wochenebene sieht man sehr schön, wir sind mit diesem Einbruch hier der letzten Monate in einem sehr stark überverkauften Bereich angelangt. Da gibt es auch schon ein erstes Kaufsignal. Und in der Regel kommt dann eben eine technische Reaktion nach oben. Kann sein, dass da quasi auch so eine Art Short Squeeze ausgelöst wird. Das heißt, Short Positionen werden geschlossen, wenn der Kurs nach oben geht. Und das treibt eben die Bewegung dann nochmal weiter nach oben an. Und wir haben momentan die Stabilisierung eben des Kurses. Das heißt, es ging hier nicht mehr weiter nach unten, obwohl wir zuletzt hier nochmal einen kleinen Rücksetzer hatten unter das bisherige Jahrestief. Jetzt wird es eben spannend. Kann die Aktie hier wirklich klar über die 30 Euro gehen? Dann gehe ich davon aus, dass wir auch relativ schnell weiter nach oben klettern können. Scheidet der Kurs hier allerdings daran, ist trotzdem noch nichts verloren, dann sind wir immer noch in der Bodenbildungsphase. Es sei denn, wir würden hier wirklich nachhaltig dann unter in dem Bereich um 25 Euro fallen, dann gibt sich eben ein weiteres Verkaufssignal. Sieht allerdings von den verschiedenen Zeitebenen aktuell nicht danach aus, sondern eher eben nach einer kurzfristigen Erholung, das heißt nur eine technische Gegenreaktion. Bei der Fresenius sieht es ähnlich aus. Bei der Muttergesellschaft der Medical Care auch hier technische Reaktion nach oben sieht man. Da ist es allerdings so, wir kommen hier jetzt in diesen Widerstandsbereich hinein, so um die 25, 26 Euro. Da braucht die Aktie jetzt nochmal Kraft, um dann drüber zu klettern, dass da wirklich dann weitere Zeichen von einem Turnaround gesetzt werden. Ich denke mal, der Anstieg, den wir hatten jetzt von 20 auf fast
24,50, der war etwas schnell, sodass der Ausbruch hier wahrscheinlich noch nicht gleich gelingen wird. Wie gesagt, da braucht man eben Kraft dazu und die sehe ich da momentan noch nicht. Soll es trotzdem der Fall sein, kann natürlich immer sein, dann wäre jetzt eine dynamische Bewegung nach oben dann eben auch zu erwarten. Also insgesamt sieht es bei Fresenius oder Fresenius Medical Care danach aus, als ob dieser Abwärtstrend erstmal gestoppt ist. Und jetzt ist eben die Frage, kann sich da eine Bodenbildung daraus entwickeln oder ist es eben nur eine technische Reaktion nach oben, die dann eben die Kurse nach oben treiben wird? Ja. Kurze Zwischenfrage. Ich habe es eben nicht mitbekommen. Könntest du vielleicht den Nasdaq 100 nochmal kurz analysieren, den nochmal anschauen? Ja. Haben wir noch ein paar Infos rein? Okay, danke. Perfekt. Auch da, ich hatte das ja bei den Einzelaktien schon, diese False Breakouts hatten wir beim Nasdaq auch. Wir haben hier einen mittelfristigen Abwärtstrendkanal. Der ist auch mehrfach getestet worden auf der Ober- und Unterseite und da gab es eben im August den Ausbruch nach oben. Was da allerdings etwas gestört hat. Wir verwenden ja unter anderem von den Vorfeldern die Saisonalität und die Saisonalität sieht für den Aktienmarkt, für den westlichen Aktienmarkt und da ist eben auch der Nasdaq mit dabei, sieht vor, dass der August und der September negativ sind. Das sind die schlechtesten Börsenmonate im ganzen Jahr und es sind auch langfristig betrachtet die einzigen beiden, die wirklich im Schnitt ein Minus hervorgebracht haben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Ausbruch habe im August und ich habe vorher schon so eine Bewegung, die hier nach oben läuft und ich dann schon hier in so einem leicht überhitzten Zustand angelangt bin, dann spricht doch relativ viel dafür, dass dieser Ausbruch vielleicht ein Fehlsignal sein könnte. Hat sich dann tatsächlich auch als solches erwiesen und danach ging es wieder nach unten. Und jetzt haben wir ja seit Anfang Oktober die gedrehte Saisonalität, da zeigt es eben nach oben bis zum Jahresende. Da haben wir seitdem auch leicht steigende Kurse dran. Jetzt sind wir hier über die letzten Zwischenhochs drüber geklettert. Das heißt, per Definition hätten wir mit der Bewegung, die wir hier im November hatten, eben einen Trendwechsel, aktuell kleine Konsolidierung. Das heißt, da wird schon geschaut, dass wir keine Übertreibung drin haben. Sieht danach aus, als ob es hier eben bis Ende des Jahres weiter nach oben gehen kann. Wenn wir auf die mittelfristige Ebene schauen, hier eben der Wochenchart, da haben wir an der Unterseite dieses, etwas schwächer ausgeprägten langfristigen Aufwärtstrendkanals nach oben gedreht. Was ich aber viel interessanter finde, ist, machen wir da auch ein paar Linien weg. Wir haben hier eine positive Divergenz drin. Das heißt, wir haben fallende Tiefpunkte im Nasdaq auf der Wochenebene in Verbindung mit steigenden Tiefpunkten beim MACD auf der wöchentlichen Basis berechnet. Das ist ein Anzeichen dafür, es könnte jetzt bald nach oben gehen. Ich verwende immer so auf der wöchentlichen Basis erscheinende Divergenzen dann als Signal, um mir eben den Wert oder in dem Fall den Index etwas näher zu betrachten. Was gibt es da? Wie sieht man von der Saisonalität aus? Wie ist die Stimmungslage? Und das Ganze sieht eben danach aus, als ob wir hier tatsächlich noch etwas weiter nach oben laufen können. Von dem fundamentalen Umfeld, wir haben momentan, es wird so leicht eingepreist, dass wir von dem Zinsanhebungszyklus da in die Endphase wohl reinlaufen und erste Stimmen gibt es schon, die sagen, kann sein, dass wir ein Soft Landing bekommen, das heißt, wir rutschen nicht in die Rezession ab, sondern bekommen da wirklich die Kurve mit einem mehr oder weniger Nullwachstum, aber wir haben zumindest kein negatives Wachstum und das erfreut natürlich die Anleger und sorgt dann für weiteren Auftrieb. Sollte es sich allerdings herausstellen oder sollen sich Anzeichen ergeben, dass die Wirtschaft aufgrund der gestiegenen Zinsen doch etwas stärker unter die Räder kommt, dann wird natürlich auch das eingepreist und dann geht es wieder nach unten. Momentan sieht es ganz gut aus. Da arbeitet der Nasdaq quasi an einem Trendwechsel nach oben. Von der Saisonalität her würde es auch passen und von den von der Trenddefinition her ebenfalls
auch da nach oben. Kurzfristig allerdings aufgrund diverser Einzelwerte, die zu schnell gestiegen sind, kann es schon sein, dass wir uns nochmal in Richtung hier 11.000 Punkte zurückentwickeln. Dann ist wahrscheinlich dann aber auch die Stimmung wieder so, dass man sagt, oh Gott, der nächste Aktiencrash steht bevor. Das sind dann immer die Punkte, wo es sich dann anbietet, dann einzusteigen. Soweit zum Nasdaq von meiner Seite aus. Punktlandung 20 Uhr. Sehr gut. Ich gehe davon aus, ich habe die meisten Sachen dann doch nochmal besprochen, die gefragt worden sind. Ich wünsche allen viel Erfolg an der Börse und übergebe jetzt dann nochmal an den Markus. Ja, prima. Dann das Schlusswort. Wir können ja nochmal die Kameras anmachen. Mane wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber vielleicht schaltet ihr nochmal kurz ein. Meine letzte Folie ist aufgelegt. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Da geht es um die Sentiment-Analyse und zwar haben wir da bei uns zu Gast Daniel Saurens und Gastreferent Stefan Risse und die reden über die Sentiment-Analyse. Nutzen Sie die Stimmung an den Märkten. Wäre schön, wenn ihr wieder mit einschaltet von der Partie seid und euch beiden danke ich ganz herzlich. Habt ihr die Kameras an oder habt ihr sie nicht an? Haben wir an, ja. Habt ihr an, ja, okay, seht ihr mal. Warten wir, ich muss mal schauen. Wo ist hier bei mir? Ja, gut, ich bin wieder nicht zu sehen, denke ich mal, gell? Nee, bist nicht zu sehen. Okay, gut, dann ohne Bild. Vielleicht auch besser so heute, keine Ahnung. Muss ich dran arbeiten. Danke euch ganz herzlich, dass ihr bei uns zu Gast wart. Danke für die Analyse, Stefan. Danke, Ingmar, für den Rückblick, für die Einschätzung, Analyse der Edelmetalle, wo der Fokus heute drauf lag. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Ich glaube, im Dezember haben wir noch eine Session in diesem Jahr und wünsche unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen schönen Restabend. Denke, die Fragen haben wir größtenteils beantwortet, zumindest einige. Und dann einen schönen Feierabend und tschüss, macht's gut. Ja, vielen Dank, Markus. Vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Die Zeit verging wie im Flug, wie ich finde. Wir haben einige Werte besprochen. In diesem Sinne, auch wir wünschen natürlich einen schönen Abend noch, weiterhin gute Trades. Das Wichtigste, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.